Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Seva und heute habe ich ein aufgebraucht ab in die Tonne Video für euch. Und wenn ihr wissen wollt, wer da alles mit dabei ist und was ich hier so in die Tonne klopfe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Also meine Lieben, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert oder auch aufgebraucht und es gibt manche Sachen, die werden weiter wandern. Es gibt aber auch Sachen, die würde ich mir so nicht mehr kaufen oder nicht mehr wollen, dass sie vielleicht in Boxen sind. Und ich bin in eine ganz, ganz tolle, liebe Gruppe dazugekommen. Und zwar heißt die Gruppe auch, also die haben wir auf Instagram, die heißt Ab in die Tonne. Und da ist die liebe Claudia dabei, also die liebe Bella Donner, This is Life, die liebe Lolly Pink Panther, Ramonas Welt und nochmal eine Claudia, die heißt, glaube ich, Claudias Beauty Box auf Instagram. Und sie hat aber, glaube ich, auch einen YouTube-Kanal. Die Links dafür, ich muss gleich lesen, Entschuldigung. Die Links dafür setze ich euch unten in die Infobox. Das heißt, Moment. Oh. Entschuldigung. Wenn ihr natürlich auch sehen wollt, was die anderen so in die Tonne klopfen, dann schaut gerne da vorbei. Verlinke ich euch alles hier unten in der Infobox. Genau. So, meine Lieben, mit was fangen wir an? Wir fangen an mit Lenor Weichspüler. Kennt ihr alle, also alle, die mich kennen, wissen oder meine Videos schauen, dass ich den meistens immer nachkaufe. Im April frisch ist die Duftrichtung und der riecht einfach mega gut. Boah, ich muss da einmal immer drin riechen. Da riecht die Wäsche gut. Da duftet die ganze Wohnung nach, nach Weichspüler. Und ich mag das einfach. Ich mag es, wenn die Wäsche gut riecht. Den kaufe ich mir immer nach. Und sowas brauche ich immer. Was ich gerade am Benutzen bin, ist von Isana die Nachtcreme Vital. Und zwar diese hier. Da habe ich aber auch eine von Balea. Und zwar die Tagescreme Vital. Und ich dachte mir, ich hätte halt gerne Nacht- und Tagescreme. Und ich dachte mir dann, naja, dann probierst du mal eine vom Rossmann aus. Die hier und eine halt vom DM. Die benutze ich gerade beide. Also ich finde die richtig gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Die Verpackung kommt in die Tonne. Die Creme bleibt bei mir. Ich werde sie weiter testen und werde euch dann irgendwann nochmal updaten. Aber das ist diese hier von Isana. Sieht so ähnlich aus wie die von DM von Balea. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich auch ein Hersteller ist, der die Sachen halt eben herstellt. Und aber ich finde sie sehr schön und ich benutze sie gerne, weil die riecht auch nicht schlecht. Die riecht auch gut. Dann aufgebraucht, Leute. Kommt jetzt auch in die Tonne. Ganz, ganz viel Klopapier. Also ihr wisst ja, zu meinem letzten aufgebrauchten Video, da seitdem sammle ich ja und ich muss auch sagen, wir haben ziemlich viel Klopapier aufgebraucht, weil Magen-Darm war in der Haus. Ich sag's euch und das nicht nur einmal. Also ich lag wirklich 2 Wochen flach, komplett mit Magenschmerzen, Magenkrämpfen, Durchfall ohne Ende, also da war nichts mehr zu lachen. Ich wollte euch nur mal sagen, ich sag euch ja immer, ich habe ja normalerweise immer das Klopapier von DM, ne, dieses hier, das Soft und Sicher. Da sind ja immer 20 mal 200 Blatt drin. So, für knapp 8 Euro, 7,95 €. Ich sag jetzt mal 8 Euro. Rechnen wir einfach mal rund. Und ich habe jetzt was entdeckt. Schaut mal, wenn ich jetzt vom Aldi zum Beispiel oder von, ja, egal von was, Klopapier nehmen mit 220 Blatt A10 Rollen und ich kaufe das zweimal, zahle ich auch denselben Preis, ist auch knapp 8 Euro. Ich glaube, ein Ding kostet 3,95 € oder sowas. Zahle ich auch 8 Euro und habe aber 440 Blatt mit 20 Rollen. Ne? Also beides 20 Rollen, aber mehr Blatt. Selber Preis. Also ihr wisst Bescheid, haben wir auch ganz viel aufgebraucht, weil, wie gesagt, mein Darm war in the house. Dann habe ich von Cardia Vera, von Müller, Lovely Rose einmal Augenpads aufgebraucht. Die waren nicht schlecht, fand ich gut. Ja, tun von mir einen Zweck erfüllt. Also fand ich wirklich nicht schlecht. So, dann habe ich hier einmal von Face Clean Boost Bad- und Duschreiniger aufgebraucht. Der kommt auch weiter, der kommt jetzt auch in die Tonne, weil da ist, glaube ich, der Sprüher irgendwie kaputt. Ich muss mal gucken, bei irgendeinem oder war es nicht bei dem. Ich glaube, ich werde mir mal die Sprühflasche aufheben, oder obwohl ich habe, glaube ich, noch eine, weil ich habe einen anderen Badreiniger und von Domol, von Rossmann.
Und da ist mir das Teil hier vorne abgebrochen. Ist mir nämlich runtergefallen. Und jetzt kann ich das nicht mehr richtig sprühen. Deswegen brauche ich eine Flasche. Ich muss mal gucken, ob ich die aufhebe oder eine andere. Dann kommt in die Tonne von Balea straffende Gesichtsmaske Hydrogel Gesichtsmaske mit Rosenwasser und Hyaluron. Die fand ich richtig gut. Die hatten wir, glaube ich, mal in der Glossy Box. Und die habe ich mir in unserer Beauty-Gruppe nachgekauft und ich fand die einfach richtig gut. Die ist toll, ich finde die klasse. Die riecht auch gut, finde ich. Die ist auch so zweigeteilt. Also einmal hier sieht man auch, einmal Mundpartie, einmal Augenpartie, finde ich richtig klasse. Dann habe ich von Somat Spezialsalz für die Spülmaschine aufgebraucht. Ja, das ist auch leer geworden, braucht man immer. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie das grobe Salz besser und ich finde auch das von Somat oder von Finish irgendwie besser, wie das günstige. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt, aber irgendwie finde ich das irgendwie besser. So, dann weiter geht's. Muss mal gerade gucken. Ja, hier ist nochmal Ceva, habe ich aufgebraucht. Ja, das ist jetzt auch fertig. Ceva wie schon weg. Das Original kaufe ich nur, wenn es im Angebot ist. Und ich muss euch sagen, ich kaufe auch das Günstige vom DM. Ich kaufe auch Günstiges von Dick und Durstig oder von Aldi, von was auch immer, ne? Aber wenn ich das Originale habe und das im Angebot ist, kaufe ich das immer, weil ich da einfach weniger Tücher brauche, ne? Es ist schon besser, aber es ist mir halt oft auch zu teuer, ne? So, dann weiter geht's. Von Trekkle Moon aufgebraucht, Warming Happy Hugs. Das war eine Duschcreme. Das wandert in die Tonne. Das habe ich meiner Mama gegeben. Die hat es aufgebraucht. Die fand es gut. Ich fand es nicht gut. Vom Duft her, glaube ich. Hat mir nicht so gefallen. Deswegen wandert die Flasche jetzt auch in die Tonne. So, dann aufgebraucht Hydrogel Balea Augenpads. Diese zweifarbigen. Ja, finde ich gut. Was soll ich sagen? Ich finde Balea eine oder Isana sind eins der besten Augenpads, die es so gibt, weil die einfach nicht runterrutschen. Die erfüllen ihren Zweck und die rutschen nicht runter. Ja, sie bleiben hier an Ort und Stelle und das ist wichtig und das sieht völlig für den Preis, kann man da echt nichts sagen. Genau, dann habe ich einmal hier Barbo-Ampullen leer gemacht von die Hydra Plus Ampullen. Ich liebe die. Die riechen gut, die sind gut für die Haut, die pflegen gut, die machen ganz tolle weiche Haut und geben einfach viel Feuchtigkeit. Das sind meine absoluten Lieblingsampullen. Die hier, die Lift und die Multivitamin, sind meine drei Lieblinge. Und ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwo Barbo-Ampullen in der Box sind oder irgendwo. Oder wenn ich tauschen kann oder so. Ich habe ja jetzt auch eine Tauschgruppe in WhatsApp und da können wir dann tauschen und das finde ich echt cool. Also ich liebe das. Und von Balea Vital, genau das ist die Verpackung von der Tagescreme von Balea. Habe ich euch ja gerade die Nachtverpackungscreme gezeigt von der Isana-Creme. Und da benutze ich die auch und die riecht wirklich gut. Da hatte ich nämlich mal eine Tuchmaske von dieser Sorte hier und dachte mir, boah, die riecht gut, die riecht wie Nivea, wirklich. Die riecht wie so eine Nivea-Creme. Und boah, die war einfach toll. Da dachte ich mir, ich muss mir die Tagescreme mal davon kaufen. Und die ist nicht teuer. Ich glaube, die kostet 2 Euro, Leute. Also die ist wirklich sehr, sehr gut und sehr schön zur Haut. Finde ich klasse. Pflegt auch schön. Ich mag das. Dann habe ich leer gemacht Vegantolvit Immun. Das sind die Nahrungsergänzungsmittel, die ich eigentlich immer benutze. Bitte, bevor ihr sowas nehmt oder euch kauft, bitte geht zum Arzt, lasst euer Blut erstmal untersuchen, ob ihr das überhaupt braucht. Ja, nicht einfach irgendwas nehmen, habt ihr zu viel, dann wird sowieso ausgeschieden und dann habt ihr teures Geld bezahlt für einen teuren Urin. Das ist einfach so. Bitte schaut vorher, was ihr braucht. Bei mir ist Vitamin D, B12 sowieso im Keller. Und es trägt natürlich auch zum gesunden Immunsystem bei, weil man muss einfach im Moment was tun. Unser Immunsystem ist runtergefahren und man muss einfach was tun, um sein Immunsystem wieder so ein bisschen aufzupäppeln. Oder auch wenn man vielleicht dauernd erkältet ist, so kann das auch helfen. Aber bitte sprecht es vorher mit eurem Arzt ab. Ich möchte hier nichts empfehlen. Ich wollte euch nur zeigen, weil ich oft gefragt wurde, was nimmst du denn? Das nehme ich. Aber bitte fragt erst euren Arzt. Ja? So, dann habe ich leer gemacht hier von Rituals, The Ritual of Karma, ein Deo, das war mal in einer Goodiebox drin. Richtig tolles Deo, riecht super, rieche ich immer noch, habe ich auch auf den Raum gesprüht, damit einfach der Raum gut riecht. Kann ich euch wärmstens empfehlen. So,
Was ich weg tue, beziehungsweise fast aufgebraucht, ist auch ein bisschen ausgelaufen. Das wandert wirklich in die Tonne, ist von Rue Baker Cosmetic Hello Summer Coconut Beach Body Scrub. Also das ist eigentlich ganz gut, aber ich fand es vom Kokosduft her nicht so meins. Meine Mama hat es aufgebraucht, aber das wandert bei mir in die Tonne. Da ist auch nicht mehr viel drin. So. Dann habe ich von Nivea eine Hydra Skin Effect Hyaluron Tuckmaske leer gemacht. Und zwar war die im Nivea Adventskalender drin, denn vom letzten Jahr. Den habe ich mir gekauft für 20 Euro. Ich war, glaube ich, da war noch einer verfügbar. Jemand hat es in unsere Gruppe rein, dass es den gibt. Und ich habe ihn gekauft. Und eine Sekunde später kam die Nachricht, der ist ausverkauft. Und da habe ich gedacht, das war ich. Ja, also riecht auch sehr gut. Ich liebe Nivea Masken. Ich finde die toll und kann nichts Schlechtes sagen. Dann habe ich hier, und zwar von La Cura, von Aldi, eine verwöhnte Bodycream mit Lotusblüte und Reis. Und ich darf euch ja sagen, riecht nicht genauso, aber riecht fast wie Rituals of Sakura. Also riecht dem ähnlich, ja. Ist auch leer, riecht dem wirklich ähnlich. Ich mag natürlich lieber auch das Originale, aber das kann man auch nehmen, ne? Also ich finde die richtig toll. Liebe ich und ja, würde ich mir nachkaufen. Dann habe ich hier von Palmolive reinigende Tonerde eine Cremedusche bei der Mama aufgebraucht. Ich war da nicht so der Fan von. Ja, muss nochmal riechen. Habe ich hier, glaube ich, damals schon. Riecht frisch, riecht auch nicht schlecht, aber das ist so ein Duft, wenn ich das ein paar Mal benutzt habe, bekomme ich Kopfschmerzen davon. Und deswegen habe ich das einfach ja, nicht mehr benutzt. Ich hätte es weggeschmissen. Das wäre bei mir in die Tonne gewandert. Deswegen hat es meine Mama leer gemacht. Und ja, die fand es gut. Dann, oh, was ist das? Muss riechen. Energy. Oh, jetzt habe ich aber auch dran gerochen. Von Far. Ich habe mir richtig vorne dran, vor dem Mund gesprüht. Toll. Empowering Moments, ein Deo mit Orangenduft von Far. Kenne ich noch gar nicht, hat meine Mama auch leer gemacht. Finde ich richtig gut, es riecht gut. Also es riecht zumindest mal gut, sie fand es toll. Sie hat gesagt, es riecht richtig toll. Hat so eine Ähnlichkeit zu der Nivea Body Lotion, also riecht ähnlich. Riecht nicht genauso die Nivea Body Lotion, wo es als im Sommer gibt. Oder das Duschgel mit Orange riecht noch ein bisschen besser. Aber das ist ähnlich, also ich finde es wirklich cool. Muss ich mir mal angucken. Dann hat meine Mama von Balearman ein Koffein-Shampoo leer gemacht. Ob das jetzt was gebracht hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber es hat es leer gemacht. Ja, kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, weil ich es nicht genau weiß. Dann nochmal Augenpads von Balear, die habe ich ja vorhin schon mal gezeigt. Ja, dann was ich aussortiere, was bei mir jetzt in die Tonne wandert, ist eine Haarspülung von Brightening. Just, ist glaube ich die Marke, Brightening Conditioner. Ja, das ist so ein Duft. Ich fand den am Anfang richtig gut, den Duft. Oh, mich juckt es in der Nase. Oh, irgendwie kriege ich mal Tempo. Ja, irgendwie fliegt ja was. Ja, habe ich wie gesagt, der kommt jetzt, weil, den muss ich in die Tonne klopfen, weil ich kann das nicht mehr riechen. Der hat einen Geruch, der ist zwar schön, der füllt auch seinen Zweck. Aber ich kann diesen Geruch nicht mehr riechen. Ich weiß nicht warum. Der war, glaube ich, auch mal in irgendeiner Goodiebox oder so drin. Aber ich kann den nicht mehr riechen. Ich weiß nicht. Ich komme damit nicht mehr klar. Ich muss jetzt in die Tonne. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein Tempo. Moment. So, bin wieder da. Oh, ich habe hier einen ganzen Berg voll mit Zeug. Das muss später alles mal hier ja, in die Tonne. Nicht? So, dann habe ich noch gerade was in Anwendung. Das finde ich aber auch gut. Zwar von Isana ein Augen-Roll-On Hydro Boost. Das ist so ein Dingens. Das ist wie so ein Stift. Das hat vorne so eine silberne Kugel. Und das kann man sich dann hier so über das Auge rollern. Das ist voll cool. Hier seht ihr es nochmal. Morgens ist das so toll. Und das war gar nicht so teuer. Und ich finde es echt super. Ist auch parfümfrei. Also könnt ihr euch mal einen Screenshot machen, falls ihr mal das euch bei Rossmann auch kaufen wollt. Ich finde es toll. Ich nehme das so ein bisschen als Serum für morgens. Klopfe ich mir das so ein bisschen ein und danach mache ich meine Augenpflege drauf. Ich finde das richtig toll. Also bis jetzt super. Dann gerade am Aufbrauchen Odolmed 3 All-in-One Rundumschutz Atemfrische. Zahnpasta finde ich super. Also die brauchen wir gerade auf. Ich habe jetzt die Verpackung halt da rein, weil da gab es mal Kauf 3, Zahl 2 oder so beim DM. Manchmal gibt es da ja in der DM-App
so ein Coupon. Da habe ich mir natürlich auch das gekauft, weil wenn ich dann eine geschenkt kriege und ich Zahncreme braucht man immer, habe ich ja auch schon mit einer anderen Marke, glaube ich, gemacht von Zahncreme und ich finde die gut. Also ich, ja, kaufe mir die auch so, aber ja, meistens habe ich ja die Dontobell oder so, die günstige vom DM, aber wenn ich da sowas habe, dann nehme ich das natürlich auch gerne. So, weiter geht's. Jetzt hier ist noch ein bisschen was drin, aber das wandert jetzt auch weiter. Und zwar M.A. Sambino Gold Refreshing Shower Gel. Das war ja, glaube ich, mal in einer Wundertüte von M.A. Sam. Also es riecht wirklich gut, es riecht zittrig auch. Ich finde das wirklich super. Aber ich kann das jetzt auch nicht mehr riechen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwann ist bei mir Ende. Das sind 750 Milliliter. Ich habe sie fast leer gemacht. Und ja, es riecht wirklich gut. Ich finde den Geruch auch toll. Aber da ist jetzt auch wirklich nicht mehr viel drin. Ich habe erst überlegt, ob ich mir die Pumpflasche aufhebe und da vielleicht mal Bodylotion reinfülle. Vielleicht mache ich das auch. Muss ich aber erst ausspülen. Aber ich finde das wirklich toll, toller Geruch. Aber ich kann es jetzt irgendwann nicht mehr riechen. Ne? Ich kann es nicht mehr riechen. Es reicht mir jetzt. Dann von Douglas Home Spa, meine Mama aufgebraucht. Acai Berry und Maracuja Öl. Eine Handcreme. Ja, war auch nicht schlecht. Mir hat sie nicht so gefallen, deswegen habe ich sie ihr gegeben. Ja, sie fand sie gut. Da habe ich mir Creme in die Nase geschmiert. Sie fand sie gut, deswegen wäre sie bei mir in die Tonne gewandert. Dann habe ich hier noch von Vanel mein Fresh Control, Fresh Breeze, hygienische frische Power, mein Weichspüler. Den kaufe ich mir auch immer nach, ist auch aufgebraucht. Finde ich klasse, also richtig gut. Kaufe ich mir immer nach, riecht auch gut, muss immer drin riechen. Oh, der riecht gut. Ja, richtig frisch und ich versuche auch immer mal ein paar neue Sachen zu finden. Und ja, so. Was bei mir jetzt aber auch in die Tonne wandert, ist von M.A.S.A. Magic Finish, die XXL Volume Mascara. Die ist nämlich jetzt ausgetrocknet. Ich habe die wirklich lange benutzt. Da zeige ich euch auch mal das Bürstchen. Ich finde die wirklich gut, die Mascara. Aber die ist jetzt trocken. Man sieht auch, da hängt so Bab dran und hier ist auch schon so ausgetrocknet. Ne? Das muss jetzt einfach weg. Irgendwann muss man die ja auch mal tauschen. Und deswegen kommt es weg. Dann von Nivea Cellular eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 50 habe ich aufgebraucht. Das war in einer kleinen Größe mal in der Glossy Box. Richtig toll. Kann ich euch nur empfehlen. Schaut da mal, das ist nicht günstig. Im Moment sind gerade einige Nivea-Produkte in der Glossy Box. Finde ich richtig gut. Also hat, glaube ich, nicht jeder, aber die meisten hatten es jetzt auch drin. Da gab es so eine andere, so ein Bodyöl und noch so eine andere Bodylotion. Finde ich richtig toll. Schaut euch gerne mein Glossy Box Unboxing an vom April. Da habe ich nämlich ja, euch gezeigt, was ich drin habe. Und ja, das war jetzt erstmal, die habe ich auch leer gemacht. Habe ich auch noch ein paar Mal da. Finde ich super. Dann, was wandert noch weiter? Genau, einmal von P2, Ultramatt, der Farbe 030. Wer bei mir in die Tonne gewandert, ist mir zu dunkel, aber genau das mag meine Mama. Da habe ich ihr beim Aldi gab es das und das hat sie wirklich leer gemacht. Ich zeige es euch nochmal, dass ihr es nochmal sehen könnt, falls ihr das dort auch mal seht, könnt ihr mal gucken. Für mich war es ein bisschen zu dunkel, aber ja, sieht man dann, dass so ein bisschen dunkel, ne? Für mich aber riecht aber gut. Für sie hat es gepasst. Und deswegen, ja, ich bräuchte das in heller. Aber das ist wirklich ein tolles Make-up. Leider gibt es es nicht mehr so häufig. Und ist soweit bei DM aus dem Sortiment. Dann kommt weg, habe ich gerade schon eben dran geschnüffelt. Ich muss da immer riechen, Leute. Ich liebe den Geruch von Elemis. Pro Kollagen Marine Moisturizer. So diese Essenz, wo es da gibt. Die habe ich mir auch in groß bei Kleinanzeigen nachgekauft. Ich habe auch noch ein paar kleine da. Ich liebe die. Das bereitet einfach die Haut, gibt der Haut Feuchtigkeit und bereitet die Haut vor auf ein Serum. Und ich habe das auch so als Serum benutzt, weil es ist so feuchtigkeitsspendend für mich, dass mir das auch ausgereicht hat. Und danach einfach die Tagespflege drauf. Also ich liebe das, dieses Produkt. Und ja, habe es mir auch schon in Gruppen nachgekauft. So, bei mir wäre in die Tonne gewandert. Ich habe jetzt hier die Verpackung noch da von Narciso Rodriguez vorher eine Bodylotion. Meine Mama fand es toll, deswegen habe ich es ihr gegeben. Sie hat es, glaube ich, leer gemacht oder hat es weiter geschenkt. Weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall fand sie es gut. Ich finde den Geruch auch nicht schlecht, aber bei so parfümierten Bodylotions muss ich immer aufpassen. Ich traue mich nicht immer. Und deswegen habe ich es ihr gegeben, weil zu viel kann ich da auch nicht von benutzen. Aber es riecht wirklich sehr, sehr gut. Zeige es euch nochmal. Und ja.
Deswegen. Dann einmal von La Cura Skin Augenpads mit Hyaluron, Koffein und Aloe Vera habe ich leer gemacht. Richtig tolle Augenpads. Sie rutschen zwar einen Moment, aber wenn sie dann, ich habe die, Entschuldigung, so ein bisschen angedrückt und dann ging es eigentlich. Also ich fand die gut. Gibt es bei Aldi. Finde ich klasse. Dann, habe ich hier nochmal meine Slip-Einlage. Ne? Die Klassik, habe ich das Paket schon richtig zerfetzt hier. Ja, die Klassik, die hole ich mir eigentlich immer. Da sind 55 Stück drin. Brauchen wir halt. Ne? Wir Frauen brauchen Slip-Einlagen. So, dann weiter geht's. Also das hat meine Mama angefangen leer zu machen. Also fast leer. Ich hätte es wahrscheinlich weggeschmissen, weil das nicht mehr riechen kann. Und zwar von Yves Rocher eine Handseife mit Olive. Finde ich eigentlich ganz schön. Auch vom Duft her. Aber ich konnte es irgendwann nicht mehr riechen. Ne? So, dann leer gemacht. Riecht aber richtig gut. Ich habe noch eine davon da. Von Nivea Cellular Expert Filler. Eine Tagespflege. Davon habe ich auch die Nachtpflege. Und ich habe die nochmal da, weil ich mir die in der Gruppe günstig nachgekauft habe. Und Leute, ich liebe diese Creme. Die ist einfach toll. Aber es tun auch die günstigen. Ich habe auch von Nivea in so einer Dose so eine Feuchtigkeitspflege. Die kostet, glaube ich, 3 Euro. Gibt es eine andere Sorte, nicht von diesem Cellular, sondern eine andere. Die ist auch toll, ne? Aber die war auch super. Freue ich mich, dass ich es ausprobieren konnte. Und bin happy. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Also jetzt habe ich, ist hier der Beutel fast leer. Da geht es aber hier noch weiter. So, was jetzt auch wegkommt, was ich nicht so gut fand von Veleda. Ein Duschgel mit Annika. Duft war nicht meins, also das hat meine Mama auch leer gemacht, ist nicht so mein Duft. Ja, fällt mir nicht, wandert in die Tonne. Dann leer gemacht von Betty Barclay, Beautiful Eden, ein Parfüm, richtig toll, das riecht richtig gut, also ich finde es klasse. Finde ich gut, der Flakon wandert jetzt in die Tonne. Dann benutze ich gerade und zwar von For Your Beauty, das ist von Rossmann, eine Kryoblume. Und zwar ist es so eine Blume, die so ein silberne Kugel drin hat. Und dann kann man sich da übers Gesicht rollern, so, oder halt hier unter die Augen. Und das ist einfach so toll. Das ist so kühlend und angenehm. Das war, glaube ich, mal in irgendeiner schön für dich, für mich Box drin. Und ich freue mich, dass ich es ausprobiert habe jetzt endlich mal. Dann, was ich auch toll finde, ist die Catrice Glam & Doll Boost Mascara. Ich glaube, dass da auch ein bisschen Wimpernserum mit drin ist. Und ich glaube, dass es bei mir auch schon ein bisschen was gebracht hat. Aber ich glaube, ich habe die auch nochmal da. Ich muss mal gucken. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Ist auch sehr, sehr gut. Aber die wandert jetzt in die Tonne, weil die ist leer und die ist jetzt auch ausgetrocknet. Die muss jetzt weg. Dann leer gemacht Colgate Max White Sparkle Diamonds, eine Zahncreme. Genau, von Colgate war das. Da gab es auch mal neben 3 Zahl 2. Nehme ich immer, wenn es im Angebot ist. Habe ich auch leer. Fand ich sehr gut. So, jetzt kommen wir zur letzten Tüte. Und zwar auch leer gemacht. Das sind genau meine 3 Lieblingsampullen von Barbour. Die Hydra Plus Multivitamin und Lift Express. Super, liebe ich. Freue ich mich jedes Mal, wenn es irgendwo drin ist. Manchmal sind die auch in Zeitschriften drin für 4, 5 Euro. Nehme ich immer, weil auch diese 3 Ampullen sind teuer. Ne? Deswegen finde ich es toll. Dann leer gemacht. Aufgebraucht von Rituals of Yotsakura. Ein Duschgel. Leute, richtig toll. Das ist diese neue Limited Edition von Rituals. Oh, ich liebe die. Die riecht richtig gut. Geht so in die Duftrichtung von Lost Cherry. Also riecht auch ein bisschen nach Kirsche. Und ich finde es einfach toll. Black Rice and Yoshino Cherry. Riecht richtig gut. Finde ich klasse. Habe ich noch die Body Lotion davon. Werde ich erstmal aufbrauchen. Dann habe ich Masken. Und zwar Balea Fruity Rainbow Tuchmaske. Die war neu, die gibt es, glaube ich, noch beim DM. Finde ich richtig toll. Müsst ihr mal schauen. Richtig tolle Tuchmaske, hat auch gut gerochen. Dann bei Lea nochmal die Augenpads nochmal leer gemacht. Die waren auch mal so eine Limited Edition. Ich glaube, bei unserem DM gibt es die sogar noch. Rainbow Effect heißt die. Auch toll, ne? Muss ich nichts Schlechtes sagen. Ah, und hier ist die Tuchmaske, von der ich euch erzählt habe, von der Tagescreme, die Vital. Die riecht wirklich gut. Also die Maske ist auch nicht teuer. Ich glaube, die kostet nicht unter 1 Euro. Und die ist richtig gut. Also ich finde die wirklich toll.
Dann leer gemacht, garnierbare Schätze, Kokosmilch und Macadamia, normales bis trockenes Haar. Fand ich auch cool, habe ich mir in der Gruppe gekauft. Super Shampoo, riecht nach Kokosnuss. Garnierbare Schätze hat tolle Sachen, die riecht wirklich super. Würde ich mir auch nachkaufen. Dann, ich glaube, von Fräulein B war das oder so, weiß jetzt gerade nicht mehr. Augenpads habe ich bei Knitterfältchen, habe ich aufgebraucht. Ja, war gut, da gibt es auch so Dekolleté-Masken davon. Dann habe ich einmal, ich glaube, die habe ich aus einer Gruppe, da hat mir mal jemand in ein Tauschpaket mitgeschickt von Beauty Pro Retinol Under Eye Patches. Ich glaube, die wären auch mal, vielleicht hatte die Person die aus der Glossy Box, das kann natürlich sein, weil es gab mehrere Varianten und manche hatten wohl auch diese Augenpads, aber ich hatte sie leider nicht. Aber ich habe sie dann wieder so, ihr wisst ja, ich komme ja immer zu allem, was ich irgendwie will. Entweder ich tausche mit jemandem oder. Ja, und die waren auch nicht schlecht, die waren wirklich sehr gut. Aber ich würde sie mir für den Preis jetzt nicht nachkaufen, da tun es meine Balea auch. Ne? Dann aufgebraucht von Payot oder Payot einmal eine Nachtampulle. Auch sehr gut, würde ich mir aber nicht nachkaufen für den Preis. Dann Elemis Pro Kollagen Marine Cleanser, ein absolutes Lieblingsprodukt, gerade wenn ihr eure Haut nochmal gereinigt habt, so zum Nachreinigen. Richtig toll, auch unter der Dusche. Hat richtig schön, man muss den Duft mögen, aber ich mag ihn. Und ich habe den auch noch ganz oft da, benutze ich auch weiterhin. So, dann leer gemacht, Biotherm, eine Dusche. Finde ich auch toll, war mal in dem Adventskalender, habe ich mir in der Gruppe, in der Verkaufsgruppe mehrere Male nachgekauft. Riecht zitrig und einfach toll. Also Biotherm hat tolle Sachen. Das riecht unheimlich gut. Wer Zitrusduft mag, ist da voll dabei. Dann Lacombe Advanced Genifique Jew 3 ml, eine Gesichtstagespflege. Richtig toll, habe ich auch schon aufgebraucht. Ist ja nur 3 ml. Ah ne, das war eine Augencreme, keine Tagespflege. Augencreme war das, war mal eine Probe, war mal irgendwo dabei. Sehr gut, kommt man aber auch ein bisschen mit aus. Dann Rituals of Ayurveda, das letzte Produkt, ein Duschgel, habe ich auch aufgebraucht, finde ich toll, ist meine, einer meiner Lieblingsduftrichtungen. Also ich mag ja Rituals of Ayurveda sehr gerne, Rituals of Meer und Rituals of Sakura. Und natürlich auch das neue, das lilane, wo ich euch vorhin gezeigt habe, das hier, das of J Sakura, finde ich auch toll, aber das ist auch so eins meiner Highlights, finde ich wirklich gut, ja, meine Lieben, das war jetzt mein Ab-in-die-Tonne-Video. Der Müll hier, der kommt jetzt in die Tonne. Und ein paar Produkte wandern auch in die Tonne, weil, weil sie entweder nichts mehr sind, ausgetrocknet oder sie sind aufgebraucht. Ne? So, meine Lieben, wenn ihr bei den anderen Mädels dabei sein wollt und dazuschauen wollt, was die alles so in die Tonne klopfen, dann schaut gerne unten in der Infobox vorbei, da verlinke ich sie euch. Und wie gesagt, es ist die liebe Claudia, liebe Belladonna, das ist live. Dann haben wir einmal Claudias Beauty Box. Ich muss mal gucken, wie sie auf YouTube heißt. Auf jeden Fall könnt ihr auch auf Instagram folgen. Dann die liebe Lolly Pink Panda. Ich glaube, sie heißt Miss Pink Panda auf YouTube. Und Ramonas Welt. So heißt sie, glaube ich, auch auf YouTube. Ich setze euch den Link. Ich gucke jetzt gerade mal. Ich glaube, sie heißt so. Ja, Ramonas Welt. Da könnt ihr mal gerne vorbeischauen, auch auf YouTube. Und da seht ihr dann auf jeden Fall auch die deren Ab-in-die-Tonne-Videos. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal sehr gerne. Auch mich auch gerne auf Instagram. Ihr könnt auch den ganzen Mädels auf Instagram folgen. Würde uns auch freuen. Und natürlich auch auf YouTube. Und also meine Lieben, habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich drücke euch ganz fest und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.